Hallo, ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Mitveranstalter von der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten jetzt anmelden. Und ich habe hier bei mir die Andrea Breitenbach. Bitte erzähl uns ein bisschen mehr zu dir. Ja, hallo, mein Name ist Andrea. Ich arbeite am Institut für Soziologie der Uni Marburg und dort im Bereich Methoden und Statistik. Und das heißt also, ich unterrichte Statistik und andere Methodenveranstaltungen. Genau. Gut, dann schreiten wir zum Word Wrap. Das größte Potenzial vom Inverted Classroom Modell ist für dich. Für mich in Statistik oder in generell in Vorlesungen, das heißt also für Veranstaltungen mit sehr vielen Leuten, ja, eben im Stadt, naja, damit man im Prinzip nicht mehr ja, Frontalunterricht machen muss. Und ich probiere es zwar auch aus in kleineren Veranstaltungen, aber da haben wir meistens nicht so die Probleme wie in großen Veranstaltungen, deswegen in dem Bereich. Ja. Einer Person, die mit ASM beginnen will, würdest du empfehlen? Ich würde empfehlen, erstmal vielleicht Videos zu nehmen, die es schon gibt. Und nicht gleich versuchen, die ganze Veranstaltung mit Videos zu implementieren. Ja, sondern Schritt für Schritt das mal auszuprobieren. Ja. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zu ASM ist? Ich glaube, das Beste ist im Prinzip das Format, dass du dir die Sachen immer wieder anschauen kannst, dass du zu Hause lernen kannst, also Individualität, eben die Funktionen der Videos, aber auch zum Beispiel würde ich sagen, dass wir einfach viel mehr Zeit in der Präsenzveranstaltung haben, also ganz andere Dinge jetzt machen können, die wir vorher nicht machen konnten. Okay. Dein persönliches ASM-Motto ist daher. Oh je. Also ich würde es gerne in allen möglichen Veranstaltungen ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, also einfach mal ausprobieren und schauen, was sich dann tut. Genau. Bei der Konferenz freust du dich auf? Ich freue mich darauf, ganz, ganz viele Beiträge von unterschiedlichen Leuten zu sehen und zu hören und auch zu sehen, was es Neues gibt im Bereich ICM. Ja. Gut, was wirst denn du bei der Konferenz einbringen? Also ich werde was erzählen zu ICM in verschiedenen Seminartypen. Und zwar ist es so, dass ich es in Vorlesungen schon verwendet habe. Das heißt, in der Statistikveranstaltung, als ich noch in Frankfurt war, die habe ich komplett auf ICM umgestellt. Und jetzt in Marburg habe ich nicht mehr so viel Vorlesungsinhalte. Deswegen habe ich versucht, das auf andere Seminartypen zu übertragen. Da möchte ich was darüber erzählen. Und dann ist es so, dass wir die Statistikveranstaltung mit ICM angereichert haben. Das heißt also nicht alle Vorlesungseinheiten, sondern ein paar, insgesamt drei. Und darüber möchte ich was erzählen. Das heißt also, wie das Ganze bei den Studenten angekommen ist. Verschiedene Seminartypen, was meinst denn du damit? Also, ich weiß nicht, in vielen Bereichen ist es ja so, dass man es für Vorlesungen einsetzt und Seminartypen heißt einfach, dass ich jetzt geguckt habe, ob man es zum Beispiel auch in kleineren Veranstaltungen einsetzen kann und zwar vor allem jetzt im Masterseminar. Vorher habe ich es im Bachelor eingesetzt und dann auch noch für ein anderes Seminar und zwar für ein Statistikprogramm, als um zu sehen, ob das mit den Lehrvideos als ICM-Konzept, wie das dann funktioniert. Ja, ein wesentlicher Teil ist ja die Verbindung von Lehrvideos mit Aufgabenstellungen für die Studierenden und mit Vorbereitungsaufgaben. Was hast du da umgesetzt? Da haben wir relativ wenig, weil wir da in Marburg auch noch ganz, ganz neu sind. Ja, aber das also umgesetzt habe ich im Prinzip, dass in der Präsenzveranstaltung halt mehr Sachen da mehr geübt werden. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit Ars Nova. Das heißt also, dass da auch ein bisschen was Interaktives schon drin ist, was es früher nicht gab. Genau. Es ist ein Audience-Response-System und für alle Nutzenden frei verfügbar. Ja, das klingt doch alles schon sehr spannend und vielversprechend. Und so, liebe Andrea, freue ich mich schon sehr, dass du den weiten Weg nach St. Pölten auf dich nimmst, um uns bei dieser Konferenz da viele spannende Dinge aus deinen Erfahrungen zu berichten. Bis dahin, alles Gute.